Grüß dich, ich spiele hier die Tagesherausforderung vom 28.03.2023 auf der Karre eingefroren. Das Saftenwissen habe ich bei mir deaktiviert und einen Helden nehme ich nicht mit, weil es gar nicht geht. Okay, los geht's. Wir beginnen hier mit deinem Alchemisten und der wird hier schön ans Eck platziert, in etwa so. Wenn du den platziert hast, kannst du dein Spiel schnell laufen lassen und geh jetzt zu deinem Alchemisten und stell hier bei Zielvergabe stärkster Gegner. So. Mein Ziel ist es, hier so viel Geld wie möglich zu verdienen. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, hä, wir haben hier doch gar keine Bananenplantagen. Ja, aber wir haben den Alchemisten und wenn man bei ihm die letzte Reihe hier verbessert, mindestens auf Stufe 4, kann man hier richtig Kohle verdienen. Und das ist mein Ziel. Okay, in Runde 4 solltest du einen zweiten Alchemisten in etwa hierhin platzieren, so an diese Stelle. Halt in dieses Eck hinein und dann machen wir bei dem ersten Alchemisten die erste Verbesserung, nämlich auf der ersten Reihe die größeren Tränke. So, und danach kommt, glaube ich, schneller werfen oder wir müssen womöglich einen dritten Alchemisten hinplatzieren oder einen Pfeilschussschützen hier an diese Stelle. Wird sich zeigen. Was ich mache, je nachdem, wie schnell die Bloons hier vorwärts kommen. Hier kommen ja schon blaue Bloons und bald kommen ja auch die gelben Bloons und die sind deutlich schneller unterwegs. Also in Runde 9, also wenn du mit Affenwissen spielst, wird es bei dir wahrscheinlich früher sein. Bei mir ist das in Runde 9, solltest du einen Pfeilschussschützen in etwa hier ins Eck platzieren, also so nah wie möglich an den Weg. Und dann sagst du hier bei Zielvorgabe gesperrt und setzt sein Ziel in etwa hier hin. So, dann kann der mithelfen, hier die ganzen Bloons platzen zu lassen. Geht's zu deinem ersten Alchemisten und mach die Stufe 1 Verbesserung auf der letzten Reihe, sobald du das Geld dafür hast. Bei mir wird das wahrscheinlich erst in Runde 11 der Fall sein. Wie gesagt, ich spiele hier ohne Affenwissen, da ist das Ganze ein bisschen teurer. So, schneller Geld ist da. Schneller werfen, nicht schneller Geld. Schön wäre es, wenn ich hier auf schneller Geld verbessern könnte. Also schnelles Werfen ist da in Runde 12. Hier kommen auch schon die gelben Bloons und die sind schnell unterwegs. So, dann machst du auch gleich die Stufe 2 Verbesserung bei ihm auf der letzten Reihe. Also beim ersten Alchemisten. Und Spur zu Gold ist ganz wichtig. Die ersten Bleibloons kommen ja in Runde 28. Und bis dahin sollten wir auf jeden Fall hier Spur zu Gold haben. Denn da können wir damit extra Geld verdienen. Okay, dann gehst du zum zweiten Alchemisten. Machst dir auch größere Tränke. Und bei dem machen wir auch schneller werfen. Ja doch, wird langsam notwendig. So, schneller werfen ist da beim zweiten Alchemisten in Runde 16. Und so langsam müssen wir bei diesem Pfeilschussschützen hier auf Top-Zielsystem gehen. Damit kann er getarnte Bloons unter Feuer nehmen. Und die kommen ja schon in Runde 24. Und in Runde 18 solltest du jetzt einen Reißnagelwerfer hier schön in die Mitte stellen. So. Und bei dem machen wir gleich schneller schießen, noch schnelleres Schießen, also die Stufe 2 und dann unten auch noch die Stufe 2. Das reicht erstmal. Jetzt konzentrieren wir uns auf den ersten Alchemisten. Der benötigt auf jeden Fall Spur zu Gold. Das kostet immerhin 850 Affendollar ohne Affenwissen. So, das sollte ich, genau, in Runde 23 ist Stufe 3 da. Damit kann er die Bleibloons bewerfen und extra Kohle verdienen. Da war übrigens der erste getarnte Bloon. Aber unser Pfeilschütze hat ihn auseinandergenommen. So, geht's zu diesem, nee, warte. Wir sollten erstmal hier die Stufe 4 verbessern, bevor wir diesen Alchemisten hier weiter verbessern. Ja doch. Also, dann sparen wir uns das Geld für Spur, nee, nicht Spur. Gummi zu Gold heißt es, nicht Spur zu Gold. Spur zu Gold habe ich ja schon, also Gummi zu Gold will ich verbessern. Dadurch kann ich dann erst mehr Geld verdienen. Ja, das macht sich dann schon bemerkbar, wenn das Geld hier schneller hochzählt. So, hier sind die ersten Bleibloons, zack, und er bewirft sie mit seinen Tränken und löst sie auf und das gibt extra Cash. Okay, mach Gummi zu Gold in Runde 29. Und hier kommen wieder Bleibloons und das gibt extra Kohle. Und jetzt kannst du bei diesem Alchemisten hier die Stufe 2 und auch gleich die Stufe 3 verbessern. Und wir stellen auch hier gleich einen dritten Alchemisten auf. Wir warten erst, bis wir circa 2000 zusammen haben. Doch, das macht Sinn. Und den hier müssten wir auch so langsam auf, genau, schnelle Rotation verbessern in Runde 33, weil hier jetzt deutlich mehr getarnte Bloons kommen und der soll sie ja auf jeden Fall zum Platzen bringen. Okay, jetzt kannst du hier diesen Alchemisten auf Gummi zu Gold verbessern, denke ich mal, in der nächsten Runde. Ich brauche noch circa 1000.
Boah, momentan kommen sie mit den Blumenwellen zurecht, aber so langsam sollte ich auch den Reißnagelwerfer hier verbessern. Okay, Gummi zu Gold ist da beim zweiten Alchemisten in Runde 35. Und jetzt solltest du diesen Reißnagelwerfer hier auf Stufe 3 verbessern. Und dann müssen wir auch unseren Falscheschützen ein bisschen verbessern. Genau, hier auf der letzten Reihe zu Stufe 2. Und womöglich auch zur Schrotmunition. Oder wir verbessern unseren Reißnagelwerfer hier auf Stufe 4. Mal schauen, bald kommt ja der erste Moab und ich denke mal, ich sollte hier die Stufe 4 freischalten. Genau, Stufe 4 beim Reißnagelwerfer ist da in Runde 37. Das reicht erstmal. Jetzt stellen wir einen dritten Alchemisten hier an diese Stelle hin. So, und der bekommt Zielvorgabe letzter. Hier ist es, letzter Gegner. Und dann bekommt er hier oben die Stufe 2 und unten die Stufe 1, 2, 3 und gleich 4 hinterher, sobald ich das Geld dafür zusammen habe. So, Stufe 4 ist da in Runde 39. Der Moab kann kommen. Ich habe keine Angst mehr. Und so langsam sollten wir auch hier die Stufe 3 bei unserem Falscheschützen verbessern. So, Moab platzt auf. Und Stufe 3 beim Falscheschützen ist da in Runde 41. Jetzt warte ich wieder, bis ich circa 3000 Affendollar zusammen habe. Dann kann ich meinen Alchemisten gleich auf Stufe 3 bringen. Oder auf Stufe 4, so. Der vierte Alchemist kommt in etwa hier, so, ja. Der bekommt hier wieder oben, nee, der bekommt nur Stufe 1 und unten Stufe 4. Und dann sagst du hier bei Zielvorgabe wieder letzter Gegner. Und dann warten wir wieder, bis wir circa 3000 zusammen haben. Das geht jetzt deutlich schneller als noch zu Beginn. Und dann bekommt er hier wieder Stufe 2 und 0 und 1, 2, 3, 4. Da lasse ich die Zielvorgabe erster Gegner. Die Alchemisten, die diesen Reißnagelwerfer in ihrem Einsatzradius haben, die bekommen hier oben alle Stufe 2. Okay, das mache ich bei diesem Alchemisten jetzt auch. Und dann platzieren wir hier mindestens noch 2 oder 3 Stück. So, also hier oben wieder Stufe 2, 0 und 1, 2, 3, 4. Und dann kommt hier noch einer hin, in etwa so an diese Stelle. Oder warte mal, wir benötigen so langsam eine kleine Verbesserung bei dem hier. Oder, nee, ich mache folgendes. Nimm einen zweiten Falscheschützen, platziere ihn dahin und der bekommt als Verbesserung hier oben 2 und unten 1, 2 und 3. Dann sagst du hier bei Zielvorgabe aufgesperrt und setzt sein Ziel in etwa hier hin. So, dann kann der mithelfen, hier die ganzen Bloons platzen zu lassen. Bald kommen nämlich in Runde 50 zwei Moabs und dann benötigen wir halt diesen Falscheschützen. So, nimm einen weiteren Alchemisten, platzieren ihn in etwa so hier hin an diese Stelle. Dann machst du als Verbesserung hier wieder 2, 0 und 1, 2, 3, 4. Und hier platzieren wir auch noch zwei Stück, so in etwa. Also, da kommt ein weiterer Alchemist hin mit 2, 0 und 1, 2, 3, 4. Sehr schön, da kommen schon die Moabs. Aber mach dir keine Sorgen, die kriegen sie locker lässig platt. Und hier kommt, glaube ich, der letzte Alchemist hin. Der bekommt wieder, nee, diesmal nur 1, 0 und 1, 2, 3, 4 auf der letzten Reihe. Okay, hier kommen jetzt getarnte Bloons. Da können unsere Alchemisten dummerweise nichts machen, weil wir keinen Affen hier haben, der getarnte Bloons enttarnen kann. So, ab hier kann man sich überlegen, was man jetzt macht. Ich könnte diesen Alchemisten auf Stufe 5 bringen. Ich könnte meinen Reißnagelwerfer auf Stufe 5 bringen. Oder ich könnte meinen Falscheschützen hier auf Stufe 5 bringen. Und weil ich das Ganze hier so schnell wie möglich beenden möchte, bringe ich meinen Falscheschützen auf Stufe 5. Ich gehe jetzt erstmal in Runde 53 auf Stufe 4. Dadurch wird er deutlich stärker, kann die Moab-Klassen besser auseinandernehmen. Und wenn ich meinen Reißnagelwerfer auf Stufe 5 bringe, das wissen viele nicht, der kann auch getarnte Bloons bekämpfen. Zwar nicht mit seinem Feuerring, aber der schießt auch nach oben hin so einen Feuerball weg. Und dieser Feuerball verfolgt auch getarnte Bloons und kann sie zum Platzen bringen. Ja, also so viel dazu. Ich habe hier also viele Möglichkeiten. Ich könnte hier sogar noch einen Klebstoffschützen aufs Feld bringen. Und den auch auf Stufe 5 bringen, aber mache ich nicht. Ich entscheide mich für diesen Falscheschützen und für den Reißnagelwerfer oder eventuell für meinen Alchemisten. Mal gucken. So, bald kommt hier die Runde 63. Da kommen sehr viele Bleibloons und das wird uns eine Menge Geld in die Kasse spülen. Also ich freue mich da schon. Ich denke mal, nach Runde 63 werde ich auch gleich diesen Falscheschützen hier auf Stufe 5 bringen, sollte ich bis dahin genug Geld verdient haben. So, hier kommen auch sehr viele Bleibloons. Dummerweise sind die getarnt und meine Alchemisten können sie nicht bekämpfen. Das hätte nämlich extrem viel Kohle gebracht. Okay, unser erster BFB ist da.
Aber mach dir keine Sorgen, diese Fallschirmschützen werden ihn gleich hier auseinandernehmen, sobald der hier hineinschwebt. Und ja, was mache ich? Ich könnte auch diesen hier sogar auf Stufe 5 bringen, aber wie gesagt, mache ich nicht. Obwohl, der macht extrem viel Moab-Schaden hier auf Stufe 5. Dann könnte ich mein Ziel einfach dahin setzen und würde das Ganze hier auch sehr schnell beenden. Mal schauen, aber ich denke, ich werde hier bei dem hier auf Stufe 5 gehen. So, ich glaube, ich platziere hier noch einen Alchemisten hin, in etwa dahin. Oh ja, da passt er noch hin. Wunderbar. Oh, hier sind übrigens die Bleiblunes. Guck dir das an. Unser Geld geht einfach nach oben hier. Eine Menge Kohle kommt rein. Also, ich habe mein Geld verdient, wie ich gesagt habe. Runde 63. Und ich habe das Geld für Stufe 5 verdient. So, und ich mache auch hier gleich die Stufe 5. Ich lasse ihn erstmal noch auf gesperrt, damit er nur hier die Bloons unter Feuer nehmen kann. Weil sonst würde er einfach zu viel Schaden machen und wir würden dann nicht mehr so viel Geld verdienen. Also, Stufe 5 bei dem ersten Fallschirmschützen ist da. Und jetzt gehst du zu diesem Alchemisten, den ich da vorhin platziert habe. Und machst hier bei dem Stufe 4 auf der ersten Reihe und Stufe 2 auf der letzten Reihe. Dann kann er sie mit seinem Berserkergebräu oder stärkere Stimulanz hier unterstützen. Dadurch werden sie noch deutlich stärker. Und ich glaube, ich stelle hier noch einen zweiten Alchemisten hin, so in etwa, dass er nur diesen hier mit seinen Tränken bewerfen kann. Ja, also macht das gleiche hier nochmal. Stufe 4, 0 und 2. Wunderbar. Okay, was bringt mir ein Alchemist, wenn ich ihn verkaufe? Circa 3300 oder 3500, diejenigen, die hier oben auch auf Stufe 2 sind. Das heißt 7, 14, 21, 28.000. Okay, das sind 35.000, was ich hier auf dem Feld stehen habe und ich bin schon in Runde 69. Also, wenn ich hier, was habe ich gesagt? 35.000. So, ich brauche 38.000 insgesamt. Das heißt, wenn ich die ganzen hier jetzt verkaufen würde, könnte ich meinen Reißnagelwerfer direkt auf Stufe 5 bringen. Und das mache ich auch. Also ich verkaufe jetzt die hier, die hier, die hier und die hier und die hier und noch einen. So, 39.000 sind da und ich mache die Stufe 5 beim Reißnagelwerfer. Und jetzt hat dieses Team, die Bloons haben absolut keine Chance. Dann gehe ich zu diesem Fallschirmschützen und sage hier zielunabhängig bei Zielvorgabe. Und das ist auch schon der Sieg, war nicht mal notwendig. Okay, ich bekomme hier 80 Affendollar und einen Mörseraffen mit 101. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.